eine lange Zeit hat DC64 in seinem Musikprogramm einseitig die Beatmusik propagiert. Hinzu kam, dass im Zentralrat der Freien Deutschen Jugend eine fehlerhafte Beurteilung der Beatmusik gab. Sie wurde als musikalischer Ausdruck des Zeitalters der technischen Revolution entdeckt. Dabei wurde übersehen, dass der Gegner diese Art Musik ausnutzt, um durch die Übersteigerung der Beatrhythmen Jugendliche zu Interessen aufzuputschen. Der schädliche Einfluss solcher Musik auf das Denken und Handeln von Jugendlichen wurde groß unterschätzt. Dinge genossen wie der Monotonie des Je-Je-Je und wie das alles heißt, ja, sollte man doch Schluss machen. Widerstand.